Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Und Gott sprach, es werde Licht, doch Marcoxi fand den Schalter nicht. Und doch, er hat ihn gefunden. Ja, mein Name ist Marcoxi und hier gibt es ein Einzel-Unboxing und zwar von einem Mikrofon. Jetzt denkt sich jeder, was ist da nur für ein kleines Mikrofon drin? Das kann ich euch sagen. Und zwar das Rode Smart Love heißt das Ganze. Smart heißt natürlich mobil, klein, überall mitzunehmen. Und das hier befindet sich in dessen Karton. Schere weg. Einmal ein Windshield, also so ein kleines Fellknäuelteil, wenn man mal draußen im Wind irgendwas aufnimmt. Hier Rechnung, wollte schon sagen Bedienungsanleitung. Nein, keine Bedienungsanleitung. Und das hier ist das Smart Love Plus sogar. New Imperfect. Und da schauen wir einmal rein. So sieht das Ganze aus. Das hier ist ein Ansteckmikrofon fürs Smartphone, um zum Beispiel irgendwelche Handygames aufzunehmen. Und das ganze Mikrofon hat gekostet um die 50 bis 60 Euro. Kommt ganz drauf an, bei welchem Händler, bei welchem Verkäufer. Ich habe es per Amazon gekauft. Ich glaube, 60 Euro hat es gekostet. Das machen wir mal auf. Zack. Dann holen wir hier das Ganze einmal raus. Da gibt es auch eine schöne Tasche und wir sehen hier Rode. Rode. Da habe ich auch das Rode NT1A. Ich filme da mal ganz kurz rüber. So. Rode NT1A. Und hier jetzt noch das Rode Smart Love. So freut mich das. Noch ein bisschen hier scharf stellen. In dieser Tasche befindet sich jetzt tatsächlich die Anleitung. Hier haben wir das Windshield. Hier haben wir noch irgendwie welche Salz, Böppel, keine Ahnung, wofür die sind. Ich kenne die halt, wenn man Schuhe kauft, da sind die auch manchmal drin. Habe aber keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Hier haben wir noch eine kleine Befestigung, ein Befestigungsband mit Klettverschluss. Da haben wir einmal noch eine Warnung und ich weiß nicht, ob man sehen kann. Da fehlt mal wieder die Scharfstellung. Ist auf Englisch. Und soll so viel heißen wie Vorsicht, man kann sie damit strangulieren und das wollen wir natürlich nicht. So, hier haben wir noch eine Ansteckklammer drin, die ich jetzt auch noch ganz kurz auspacken werde. Da kann man das Ding dann anstöpseln an seinen Körper, an sein Hemd. Und ja, das ist praktisch so. Eine schöne Klemme hier. Legen wir dahin. Und hier haben wir an sich das Mikrofon. Ist so ein kleines Teil. Das Kabel ist jetzt nicht allzu lang. Und das kommt dann ganz normal in den Audioanschluss rein. Da kann man dann noch wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen einmal durchfädeln. Das Ganze dann festklammern. Und dann kommt natürlich noch dieses Windshield drauf. Das machen wir jetzt gerade auch noch. Beziehungsweise. Wir packen es einmal auf, es wurde separat mitgeliefert. Da haben wir ein kleines Löchchen und da kommt dann das Mikrofon rein und dann kann man sich das wunderbar einmal an den Handyanschluss anstöpseln. Hier sehen wir übrigens auch noch vergoldete Kontakte und drei Punkte. Soll ja ziemlich gut sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da und dann sage ich einmal Tschüss.